Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch den Anfängertanz Easy Love beibringen. Wir beginnen mit einem Schnelldurchlauf für die Leute, die sagen, oh, ich muss noch mal kurz gucken, wie es geht. Und hinten dran machen wir es etwas ausführlicher, so dass ihr die Chance habt, diesen Tanz Step by Step auch zu Hause zu lernen. Viel Spaß dabei! Wir beginnen mit rechts mit einem Touch. Wir haben einen Touch, einen Step nach rechts. Ein Touch, einen Step nach links. Gleich anschließend laufen wir einen Dreiviertelkreis über rechts mit 4 Schritten. Wir wenden Enden an der Wand, wo jetzt unsere linke Schulter ist. Ist 1, 2, 3, 4. Gewicht ist auf dem linken Fuß. Wir gehen 3 Schritte vorwärts mit rechts, links und rechts. Kicken den linken Fuß nach vorn. Gehen wieder zurück mit Rück, 2, 3 und einem Touch mit rechts. Wir gehen zur rechten Seite, ein Seitwärtsschritt, links schließt, ein Triple Step rechts zur Seite ist Side and Side. Das Ganze nach links ist Seite, schließen, Side and Side. Ein V-Step nach vorn, wir gehen raus, raus, zurück, schließen und gehen 4 Schritte auf der Stelle, 1, 2, 3, 4. Das Gewicht ist nun wieder auf dem linken Fuß und wir können von vorne beginnen. Wir haben beim Easy Love noch einen Restart. Der Restart kommt wieder zur Formenwand. Wir laufen hier die ersten 8 Schritte. Wir haben in diese Richtung angefangen. Ja? Wir haben unser Tipp, Schritt. Laufen jetzt eben unseren Dreiviertelkreis vor. 2, 3, 4, stehen jetzt in der vorderen Wand, laufen noch vorwärts, vor, 2, 3, kick und zurück, rück, 2, 3, tipp, bauen jetzt unsere Brücke ein, dabei gehen wir einen Schritt nach rechts, nehmen die Arme hoch und wieder runter. Dieser Schritt und die Armbewegung, das kommt relativ gleichzeitig. Wir haben 4 Zählzeiten Zeit, das heißt wir haben 1, 2, 3, 4 und dann beginnen wir auch wieder von vorn. Wir beginnen mit dem rechten Fuß, wir tippen den rechten Fuß neben den linken. Machen einen Schritt rechts zur Seite, tippen den linken Fuß neben den linken, machen einen Schritt nach links. Jetzt kommt unser Dreiviertelkreis. Beim Dreiviertelkreis darauf achten, dass ihr nicht direkt um die Ecke abbiegt, sondern leicht nach vorne geht. Wir enden hier an der Wand, wo jetzt unsere linke Schulter ist. Wir laufen 4 Schritte. Wir laufen 1, das ist der Schritt vorwärts. Jetzt gehen wir in den Kreis 2, 3 und 4. Machen wir das zusammen. Von vorn 7, 8. Tipp, Schritt, Tipp, Schritt. Lauf. 2, 3, 4. Die nächsten Schritte zeige ich euch jetzt wieder in diese Richtung, auch wenn wir gerade in der anderen Wand sind. Wir stehen auf dem linken Fuß, laufen jetzt 3 Schritte vorwärts. Wir laufen rechts, links, rechts, kicken den linken Fuß nach vorn, gehen zurück 3 Schritte, 1, 2, 3 und tippen den rechten neben den linken, das heißt der rechte Fuß ist frei. Hängen wir das alles zusammen. Die neue Stelle kommt dann in diese Richtung. 7, 8. Tipp, Schritt. Tipp, Schritt. Kreis. 2, 3, 4 und vor. 2, 3, kick, rück. 2, 3, touch. Wie gesagt, beim Kreis darauf achten, dass ihr nicht gleich um die Ecke lauft. Und es sind wirklich 4 Schritte. Macht ihr nur 2, 3 Viertel, steht ihr auf dem falschen Fuß. Die nächsten 8 wieder in diese Richtung. Wir sind mit dem Vorwärtslauf und dem Kick, dem Rückwärtslauf und dem Touch angekommen. Jetzt geht es rechts zur Seite. Wir laufen Seite, links schließen, machen einen Triple Step mit Side and Side. Das gleiche machen wir nach links. Das heißt, wir gehen links, schließen rechts und gehen wieder links and links. Gewicht ist auf dem linken Fuß. Diese 8 nochmal zusammen. 7, 8, Side. Ran, seit, end, seit, ran, seit, end, seit. Kommt auch alles in diese Richtung.
Wir hängen alles von vorne zusammen. 7, 8. Tipp, Schritt. Tipp, Schritt. Dreiviertel Kreis und vorwärts. Vor, 2, 3. Kick, rück, 2, 3. Jetzt nach rechts. Seit, ran, seit, end, seit, seit. Ran, seit, end, seit. Die letzten 8 Schritte wieder vorne, beziehungsweise für euch, dass ihr mich von hinten besser seht. Wir sind mit dem links Triple Step angekommen. Seit, end, seit. Machen jetzt einen V-Step, also einen V-Schritt. Wir gehen rechts diagonal vor, links zur Seite, rechts zurück, links schließen und laufen 4 Schritte auf der Stelle. 1, 2, 3, 4. Nochmal diese letzten 8 zusammen. 7, 8. Raus, raus, rein, rein, lauf, 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 lauf. Alles zusammen von vorne. 7, 8. Tipp, Schritt, Tipp, Schritt. Dreiviertel Kreis und vorwärts mit rechts, links, rechts. Kick, rück, 2, 3. Jetzt nach rechts. Seit, ran, seit, end, seit und links. Ran, links, end, links. V, raus, rück und auf der Stelle. 1, 2, 3, 4. Noch einmal mit 10, dann haben wir es geschafft. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Easy Love als Anfängertanz ist natürlich ganz leicht gehalten, ist ja logisch, jeder soll mitkommen. Dennoch gibt es ein, zwei Stellen, auf die ihr achten solltet oder könnt. Ein, zwei Sachen, die ihr ein bisschen mit Styling ausbauen könnt. Und ja, da fangen wir mal an. Wir haben unseren Tippschritt, da kann man nicht viel falsch machen. Wenn ihr Teacher seid und ihr unterrichtet diesen Tanz, als kleiner Tipp für euch, bringt euren Anfängern bei, dass sie diesen Touch, ja, diesen Tipp, wirklich auf möglichst hoher Zehenspitze machen. Umso flacher sie den Tipp machen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus Versehen Gewicht drauf verlagern. Wenn ihr diesen Tanz das erste Mal unterrichtet, auch gerade bei Leuten, die schon länger dabei sind, diese Stelle mit erst Tipp, dann Schritt, erst Tipp, dann Schritt, fällt ein bisschen aus unserem Gewöhnlichkeitsmuster. Also wir sind da, das machen wir nicht so oft, weil wir sind immer gewohnt, Schritt, Tipp, Schritt, Tipp. Macht euch da keine Gedanken drüber, übt das vorher ein, zweimal, dann kommen die Leute das super gut mit. Also den Touch etwas höher, Tipp, Schritt, Tipp, Schritt. Beim Kreislaufen ist es wichtig, dass ich jetzt auf der Stelle, wo ich bin, nicht direkt abbiege, weil dann latsche ich mir eigentlich was selber auf die Füße, sondern ihr müsst euch vorstellen, ihr steht auf einem Hula-Hoop-Reifen. Ja, ihr habt hier so einen Reifen, ich komme mal ein bisschen dichter, ja, einen Kreis. Und ihr steht jetzt eben nicht in der Mitte und biegt direkt ab, sondern ihr steht hier auf der Außenkante. So, da steht ihr und jetzt lauft ihr eben erst vorwärts und dann um die Kurve. Dann wird der Kreis rund, dann wird der Kreis groß und dann sieht es auch gut aus und ich brauche wirklich diese 4 Schritte. Also, wir sind mit dem Touch angekommen, jetzt gehe ich erst vorwärts, vor, 2, 3. Ihr seht, ich habe jetzt erst eigentlich einen Viertelkreis geschafft. Mit dem letzten Schritt mache ich dann nochmal fast die Dreiviertelrunde voll. Und ich bin jetzt noch gar nicht noch nicht richtig an der Wand, wo ich eigentlich hin will. Es ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe dann 3 Schritte, mit denen ich vorwärts gehen kann. Dann kann ich das letzte bisschen, was mir fehlt, noch dazu machen. Wichtiger ist, dass dieser Kreis tatsächlich groß, so groß wie möglich ist eben. Und wirklich rund und nicht so ein auf der Stelle rumgeeier, weil dann sieht es komisch aus. Und die meisten Leute, gerade Anfänger, kommen an dieser Stelle auch raus, weil ihnen dann, sie haben zu wenig Strecke für 4 Schritte. Bei den Triple Steps, also wir laufen dann mehr vorwärts, das ist klar. Kick, rück, hier wieder dran denken, dass ihr einen hohen Touch macht und jetzt kommt unsere Seitwärtsstelle. Hier haben wir Seite, schließen, beim Triple Step, kann man auch nicht viel falsch machen. Seit, ran, seit.
Jetzt stehe ich ja schon so ein bisschen breitbeinig da, ich stehe wirklich hüftbreit da und möchte mit einem Schleifwerksschritt nach links. Das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, deswegen ziehe ich minimal den Fuß ran und starte neu mit Seil, ran, Seil, ran, Seil. Ich mache das nicht komplett geschlossen, also ich mache nicht Seil, ran, Seil, ran, Seil und, das ist zu viel, aber ganz bisschen Seil, ran, Seil, ran, Seil, Seil, ran, Seil, ran, Seil. Jetzt kommt unser Faustep. Hier ist wichtig zu beachten, dass ihr das Follow-Through macht. Follow-Through bedeutet, ich führe vor aller Richtungsänderung des Beins unter der Körpermitte durch, gehe jetzt erst in meinen Faustep raus, raus, rein, rein. Und bei diesen vier Schritten auf der Stelle müsst ihr euch das Lied zu Herzen nehmen. Love, not war. Heißt, nicht marschieren, sondern macht es ein ganz bisschen weicher. Nehmt die Hüften mit, ja, rollt den Körper einfach mit dazu. Dann sieht das Ganze auch besser aus. Bei der Brücke ist zu beachten, dass ihr wirklich lange Arme benutzt. Also eine Armbewegung, die nur bis hier geht, ist keine Armbewegung. Entweder ich mache Arme oder ich mache keine Arme. Sondern streckt die Arme wirklich aus der Körpermitte nach außen, oben. Lasst die Schultern unten. Und wenn ihr sie jetzt wieder runterführt, dann stellt euch vor, ihr habt einen Widerstand, zum Beispiel durch Wasser, um die ganzen, also um das alles mit Kraft zu führen. Sonst machen die Arme nämlich hoch. Und bums. Und das sollen Sie nicht machen. Wir haben zwei Zählzeiten für hoch, zwei Zählzeiten für unten. Und diese Stelle ist tatsächlich drin, dass wir mal aktiv unsere Arme benutzen, weil das machen wir im Alignment nicht so häufig, zumindest nicht so häufig choreografiert und im Anfängerbereich auch noch deutlich seltener. Deswegen ist diese Stelle mit dabei. Ansonsten ist es einfach ein Tanz vom zum Einsteigen in die Line-Dance-Szene, trotzdem moderne Musik, und ich wünsche euch viel Spaß damit.